Der Bär, der nicht da war, ist ein Kinderstück für Kinder ab 4 Jahre, in dem ein Bär in dem wundersamen Wald auf der Suche nach sich selber ist. Man geht mit diesem gemütlichen, großen, grundpositiven Bär auf eine Reise in sich selbst, in die Fantasie, in diesen Zauberwald. Es gibt ganz großartige, wunderbare Figuren, die mit kinderphilosophischen Fragen sich auf den Weg begegnen, indem man auf Juckreize trifft, auf vorletzte Vorzeigepinguine, auf ein altes Schildkrötentaxi. Langsam ist die einzige Art, im Wald voranzukommen. Und es ist ein Stück, das vielleicht für Kinder ab 4 Jahren ist, aber ich als Erwachsene habe jedes Mal genauso viel Spaß. Und Leute, die bisher bei den Proben waren, gehen danach sehr beglückt nach Hause. Das Hamburger Puppentheater ist das einzige Theater in Hamburg, das ausschließlich Figuren, Objekt und Puppentheater zeigt, und das für Kinder und für Erwachsene. Wir sind ein reines Gastspielhaus, das heißt, wir laden Puppenspielerinnen und Puppentheater, Puppenbühnen aus ganz Deutschland zu uns ein, die dann für die Hamburgerinnen und Hamburger hier spielen.